Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Koi Consult Koi Talk Podcast. In der heutigen Folge möchte ich das Thema Teichbauvertrag, Regelungen rund um das Thema Teichbau beleuchten, weil das mit zu den größten Ursachen für meine Tätigkeit als Sachverständiger geführt hat, dass hier einfach geschludert wird. Warum ist das so? Einfaches Beispiel, nehmen wir einen Unternehmer, der ein mittelständisches Unternehmen mit 500 Mitarbeitern hat. Der regelt alles, was in seinem Unternehmen zu regeln ist, mittels Verträgen, mittels Beschreibungen, mittels irgendwelcher Listen, ob das Checklisten sind, wo genau geregelt ist, was wer wann zu tun hat. Interessanterweise, dieser gleiche Geschäftsführer oder Inhaber, wenn der sich einen Koi-Teich bauen lässt, dann gibt der einem Teichbauer oder einem Galabauer einen Auftrag für um die 100.000 Euro, ohne irgendwas schriftlich zu fixieren. Warum das so ist, ich werde es nie begreifen. Es ist aber eine blanke Realität. Das heißt, die meisten Teichbauprojekte werden realisiert, ohne dass es einen Vertrag gibt, in dem überhaupt geregelt ist, was der eine bestellt hat und was der andere geliefert hat. Denn das ist eins der großen Streitpunkte hinterher, dass einfach die Begrifflichkeiten nicht sauber geklärt waren, dass überhaupt nicht geklärt war, was will der eine haben und was will der andere liefern. Deshalb mein Rat und meine Empfehlung: Als allererstes, wenn ihr Gespräche mit einem Galabauer oder mit einem Teichbauer führt, macht ein Gesprächsprotokoll, wo ihr den Inhalt des Gesprächs zusammenfasst und lasst dieses Gesprächsprotokoll nachher von der Gegenseite abzeichnen. Zweiter Punkt, macht einen schriftlichen Vertrag zu dem Teichbau, wo genau spezifiziert wird, wie der Teich aussehen soll, was der Teich können soll, wie viele Fische in den Teich kommen, auch ein bisschen die Eckdaten, wie es mit dem Reinigungsaufwand aussieht, wie es mit der Wasserqualität, mit der Wasserklarheit aussieht. Und ganz wichtig, Begriffe wie Wasserklarheit sind nicht wirklich definiert. Das heißt, nehmt ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn ihr einen Teich von einem Freund, einem Bekannten seht und sagt, wow, diese Wasserqualität will ich auch haben, dann geht mit dem Teichbauer dahin und sagt so, ich möchte von dir einen Teich gebaut haben, der die gleiche Wasserqualität erzeugt. Dann macht ihr ein Foto dazu, schreibt hin, wann ihr bei dem Teich wart, wie ihr den besichtigt habt und sagt, das ist Bestandteil des Vertrages für den Teichbau. Dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite und nachher kann keiner sagen, das wurde so nicht vereinbart. Solltet ihr Probleme haben, was man beim Teichbau regeln muss oder welche Regeln es überhaupt für den Teichbau gibt, auf meiner Internetseite koi-sachverständiger.de kann man ein Regelwerk für den Teichbau bestellen. Dort ist haarklein niedergeschrieben, wie heute nach der guten fachlichen Praxis ein Koi-Teich zu bauen ist. Ja, was gibt es zu dem Thema Regelwerk oder Verträge noch zu sagen? Na, im Grunde ist es wirklich zusammenfassend nochmal, macht Gesprächsprotokolle. Ein wichtiger Punkt fällt mir gerade noch ein. Entschuldigung, dass das jetzt so ein bisschen durcheinander ist. Ganz oft ist es ja so, dass ihr einen Teich gebaut haben wollt und gewisse Sachen in Eigenleistung machen wollt. Dazu gibt es eigentlich nur zwei wichtige Ratschläge. Der eine ist, schreibt genau hin, was ihr machen könnt und was ihr machen wollt. Und der zweite ist, sorgt für saubere Schnittstellen. Einfaches Beispiel, es ist ganz übel, wenn ihr die Verrohrung macht und dann kommt ein Folienleger, der legt die Folie rein. Weil was passiert, wenn dann der Teich undicht ist? Dann sagt der Folienleger, es liegt an den Rohren. Ihr sagt, nee, es liegt an der Folie. Und dann streitet ihr euch erstmal wochenlang, wer jetzt hier antanzen muss, um was zu überprüfen. Deswegen, wenn es um das Thema Teichbau geht, wäre aus meiner Sicht eine gute Schnittstelle, ihr sorgt für das Loch, ihr sorgt möglicherweise auch für die Bodenplatte und die gemauerten Wände und der den Teich nachher abdichtet, sorgt für die Verrohrung. Dann muss der zwar zwischendrin mal vorbeikommen und die Rohre legen, bevor der Beton gegossen wird, aber das ist eine saubere Lösung, die man auch nachher handeln kann. Wenn ihr da zu viel wurschtelt oder wenn ihr gemeinsam mit dem Teichbauer arbeitet, dann spart ihr vielleicht zunächst einmal Geld. Geht das Ding aber in die Hose, dann habt ihr ein ernstes Problem, den Schaden klein zu halten. Und man muss es sich so vorstellen, ein Teichbau, der misslungen ist, der kostet in der Regel so viel wie zwei neue Koi-Teiche,
weil ein erheblicher Aufwand darin besteht, den Müll erstmal abzureißen. Insofern, es ist zwar schnell dort Geld beim Bau gespart, wenn der Bau aber dann nicht in Ordnung ist, dann kostet es schnell das Doppelte von dem, was es sonst gekostet hätte. Noch eine kleine Faustregel, wenn man alles machen lässt und es ein wirklich guter Keuterich wird, dann muss man ungefähr 1000 Euro pro Kubikmeter an Kosten rechnen. Das ist beim kleinen Teichbau ein bisschen mehr und beim großen Teichbau ein bisschen weniger, weil der Anteil der Filtertechnik einfach kleiner wird. Aber im Grunde ist ein Keuterich schon eine recht teure Sache. Ja, wenn euch dieser Podcast wieder gefallen hat, dann freue ich mich auf eure Rückmeldung. Auch gerne noch weitere Fragen zu dem Thema. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mein Video liked. Und freue mich natürlich auch über Anregungen zu weiteren Themen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.